Im Laufe der Menschheitsgeschichte erblickte die Erde viele Milliarden von Menschen. Aus diesen Menschen erwählte Allah subhanahu wa ta'ala einige wenige, denen die gewaltige Aufgabe anvertraut wurde, die Wahrheit zu verkünden. Die Herausforderungen, der sich die Propheten stellen mussten, waren groß, denn sie mussten die Wahrheit sprechen, während die meisten Menschen in Falschheit lebten. Die Menschen hatten sich an die Falschheit um sich herum so sehr gewöhnt, dass sie es normal gefunden haben, ein erniedrigtes Leben zu führen. Sie bekämpften die Wahrheit, um weiterhin so zu leben, wie sie es gewohnt waren. Doch weil es in der Natur der Wahrheit liegt, stark zu sein, und in der Natur der Falschheit, sich bloß stark zu zeigen, benutzen sie Tricks, um gegen die Wahrheit bestehen zu können. Sie verbreiteten Lügen, um dadurch zu verwirren. Oder sie machten diejenigen, die die Wahrheit sprechen, schlecht, damit die Menschen ihnen nicht vertrauen. Eine Realität, die uns sehr bekannt sein sollte. Damit die Propheten gegen diese Methoden gerüstet sind, gab Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Werkzeuge. Sie bekamen Weisheit und Urteilskraft. Sie waren mitleidig und gerecht. Und sie waren intelligent und scharfsinnig. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihre Geschichten im Koran verewigt, damit wir aus ihrem Scharfsinn Lehren ziehen. Der Prophet Musa alayhi salam ist uns ein wunderbares Beispiel. Denn er war nicht nur besonders stark, sondern konnte sich auch gegen einen der hinterhältigsten Tyrannen behaupten. Dieser Tyrann war Pharaon, der Pharao Ägyptens. Damit wir den Scharfsinn Musa alayhi salams erkennen, werfen wir einen kurzen Blick in die Geschichte des damaligen Ägyptens. Vor Musas Geburt ließ Pharaon die männlichen Nachkommen Bani Israels töten, da er befürchtete, dass sein Reich eines Tages durch eines dieser Jungen fallen würde. Bani Israel war ein unterdrücktes Volk und Musa alayhi salam war eines dieser Kinder, die getötet werden sollten. Doch Allah subhanahu wa ta'ala gab der Mutter Musas ein, dass sie ihn in eine Kiste legen soll und diese Kiste dann in den Nil treiben lassen soll. So offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala der Mutter Musas: Und falls du Angst um ihn hast, so leg ihn ins Meer. Hab keine Angst und sei nicht traurig. Musa alayhi salam wurde von der Frau Pharaons gefunden und sie verliebte sich sofort in den kleinen Musa alayhi salam. Sie sagte zu Pharaon, als sie ihn fand: Er wird für mich und dich ein Grund zur Freude sein. Töte ihn nicht. Vielleicht nützt er uns oder vielleicht nehmen wir ihn als Kind an. Pharaon blieb nichts anderes übrig, als Musa alayhi salam in seinem Schloss aufzunehmen. Und so kam es, dass Musa von ihm großgezogen wurde. Einige Jahre vergingen und Musa alayhi salam wuchs zu einem kräftigen jungen Mann heran. Eines Tages beobachtete er, wie sich ein Bürger Ägyptens und ein Sklave von Bani Israel stritten. Musa alayhi salam schritt ein und es kam zu einem Durcheinander. Der Ägypter schrie, und da verpasste Musa alayhi salam ihn einen Schlag, durch den der Mann starb. Es war nicht seine Absicht, den Mann zu töten, doch es kam so. Und Musa alayhi salam floh aus Furcht vor dem Tyrann Pharaon und kehrte erst als Prophet wieder zurück. Es kam der Tag des Treffens, an dem Musa alayhi salam Pharaon ermahnte und ihn dazu aufforderte, Bani Israel aus ihrer Unterdrückung zu befreien und mit Musa alayhi salam gehen zu lassen. Dies gefiel Pharaon überhaupt nicht. Nun seht, wie gerissen und hinterhältig Pharaon gewesen ist. Er sagte zu Musa: Haben wir dich nicht als Kind unter uns aufgezogen? Und hast du nicht viele Jahre deines Lebens unter uns verbracht? Und du hast deine Tat, die du damals getan hast, verübt und bist einer der Undankbaren geworden. Zuerst hält er Musa alayhi salam vor, wie gut er doch zu ihm gewesen wäre, dass er so gnädig war, Musa alayhi salam aufzunehmen. Und zudem hält er Musa alayhi salam den Fall vor, bei dem einer getötet wurde. Subhanallah, wie gerissen Pharaons Plan gewesen ist. So versuchte er Musa alayhi salam in ein schlechtes Licht zu rücken, damit niemand die Botschaft von ihm alayhi salam annehmen würde. Doch nun seht, wie scharfsinnig und intelligent die Propheten waren. Musa alayhi salam wurde im Angesicht einer so hinterhältigen Methode nicht emotional. Er wurde weder zornig, noch fing er an, sich herauszureden. In aller Klarheit und Offenheit sprach er die Wahrheit und sagte: Ich habe sie da verübt, als ich einer der Irrenden war. So bin ich vor euch geflohen, als ich Angst vor euch bekommen hatte. Da hat mir mein Herr Urteilskraft geschenkt und mich zu einem der Gesandten gemacht. Musa alayhi salam
erkannte, dass Pharaon ihm seine Erziehung und das gute Leben vorhalten wollte, um zu zeigen, wie undankbar Musa alaihi salam wäre. Doch bemerkte er nicht, wie es überhaupt dazu kam, dass Musa in seine Obhut gelegt wurde. All die guten Dinge, die Pharaon Musa alaihi salam vorwarf, waren nur möglich, weil er die Kinder von Bani Israel töten ließ und die Mutter Musas ihr geliebtes Kind in den Fluss legen musste, nur weil sie Angst um ihn hatte. Musa alaihi salam wurde bewusst, dass all die Gaben bedeutungslos waren im Angesicht der Ungerechtigkeit Pharaons, welche die Gaben überhaupt ermöglichten. Die versehentliche gute Behandlung eines der Kinder von Bani Israel aus Unwissenheit darüber, zu wem dieses Kind eigentlich gehört und warum es in einer Kiste am Strand gefunden wurde, konnte Musa alaihi salam nicht vorgeworfen werden. Die gute Behandlung eines einzelnen Kindes wiegt die Unterdrückung eines ganzen Volkes nicht auf. Dies alles realisierend, antwortete Musa alaihi salam: Ist das etwa eine Gunst, die du mir vorhältst, dass du die Kinder Israels versklavt hast? Und da war Pharaon sprachlos und konnte Musa alaihi salam nichts mehr erwidern. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich die Botschaft Musas anzuhören. Dieses Ereignis, das Allah subhanahu wa ta'ala im Koran festgehalten hat, sollte uns eine Lehre sein. Und es sollte besonders für diejenigen eine Lehre sein, die sich darum bemühen, die Wahrheit zu sprechen. Die gute Behandlung einiger weniger Muslime kann die Unterdrückung der Umma nicht rechtfertigen. Pharaon versuchte, Musas schlecht zu machen. Er versuchte, sich selbst als Helden und Musa als undankbaren Mörder dastehen zu lassen. Doch Musas Scharfsinn hat den Plan Pharaons aufgedeckt. Genauso wie damals versucht wurde, die Wahrheit durch Verleumdung zu unterdrücken, so wird heute versucht, die Wahrheit auf ähnliche Weise zu unterdrücken. Wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir dem Beispiel Musas folgen und die Wahrheit hinter der Täuschung erkennen. Wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir dem Lügner glauben und den, der die Wahrheit spricht, zum Lügner erklären. Wir müssen scharfsinnig sein, wie Musa alaihi salam, auf dass wir uns für die Wahrheit einsetzen, wie er alaihi salam.